Der HSV in der Formation der letzten Spiele, also weiterhin ohne den verletzten Töfting, aber sonst alles wie immer. Und die Hamburger übernahmen erstmal die Initiative. Ein bisschen langsam ging's an, dann aber ganz schön gewaltig. Letschkow. Und nach 2 Minuten gleich mal diese Eröffnung. Da wussten die Dresdner, dass der Gast die Punkte nicht freiwillig hier lassen würde. Es war ganz schön knapp, das sehen Sie in dieser Einstellung. Jordan Letschkow hatte es schon früh auf dem Fuß. Dresden mit Uwe Pilz auf dem Libero-Posten, weil Maubisch gesperrt ist. Und auch ansonsten braucht die Siegeheld keinen Fan einzusetzen. Es reichte trotz des Rotfestivals von Dortmund noch für 11 Erwachsene. Dann diese Szene, Kmetsch und Koba in höchster Not vor Olaf Marschall. Sie hielten also gegen die Dresdner ohne Respekt und sie profitierten auch von Leichtsinnsfehlern. Hier, Ivan Ausgas, der hält sich wahrscheinlich doch besser am anderen Strafraum auf, aber dann schön gemacht von Kmetsch und Marschall ist gefährlich. Christoph Daum, am Mittwoch muss sein Team nach Hamburg. Er schaute sich schon mal den nächsten Gegner an. Und Dynamo wurde mutig. Es war eine abwechslungsreiche Partie, wobei die Gastgeber in dieser Phase gerade im Mittelfeld in den Zweikämpfen stärker waren und ein Übergewicht erarbeiteten. Eckstoß, zuständig Miroslav Stevic von rechts. Und Marschall mit diesem Kopfball, drin oder nicht, einen Augenblick lang herrschte Ratlosigkeit, dann die Entscheidung, Tor. 1:0 nach 14 Minuten, total korrekt gesehen von Schiedsrichter Schmidhuber. Der Ball war klar hinter der Linie. Hier ist der Beweis. Marschall gegen Babbel, Spörl kommt nicht ran und da ist es passiert. Klar hinter der Linie, Führung also für Dynamo und damit der 4. Treffer von Olaf Marschall in der laufenden Saison. 3 am 1. Spieltag und dann erst wieder jetzt am 6. Das war schon ein bisschen überraschend. Der HSV kam immerhin mit stolz geschwellter Brust, konnte aber bisher noch nicht an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Dresden verstärkte den Druck. Pengser! Und da hatte Golz plötzlich mehr Mühe als erwartet. Die Kerze des Tages. Und Marek Pengser sehr fleißig. Der ehemalige Frankfurter wollte seine Chance nutzen. Gut 20 Minuten vorbei. Es ging zur Abwechslung mal wieder andersrum. Allerdings 2 Hamburger bisher nur in Normalform. Letschkow und Ivan Ausgas. Von ihnen lebten die Aktionen der Gäste. Da haben sie ihn, Ivan Ausgas auf Letschkow, herrlicher Pass und Müller. Beste Tat des Stellvertreters dort hinten im Tor. Er war auf dem Posten, wenn er gebraucht wurde. 2 Jahre hintereinander gespielt, dann nur noch Nummer 2, heute ein gutes Comeback. Und herrlich, wie Ivan Ausgas den Ball in den freien Raum gespielt hat. Der Mann hat Auge und dann hätte Letschkow eigentlich mehr draus machen können. Dann fing es an, Bindfäden zu regnen und die Stimmung von Benno Mühlmann wurde noch schlechter. Gedrücktes Spiel, bedrückendes Wetter. Kurz vor der Halbzeit, dann Besserung. Der Regen blieb, doch der HSV wollte sich nicht weiter nass machen lassen. Alles lief über Letschkow. Von Hesen. Dann weiter auf die rechte Seite. Spörl ist das. Gegen Jenich. Und von Hesen. 44. Minute, 1:1 unentschieden. Da ist er fassungslos, der René Möller. Wie konnte das passieren? Auch der Gegenspieler von Hesen kann es noch nicht fassen. Die Flanke von Spörl gegen Jenich und dann setzt sich von Hesen durch gegen Kmetsch. Überraschend dieses 1:1 hier noch einmal herrlich zu sehen. Und schon der 5. Saisontreffer von Thomas von Hesen. Der passte unhaltbar für Müller. Das ist er auch, der Halbzeitstand 1:1. Und es war wie über große Teile der ersten Halbzeit. Dresden ließ sich nicht von den 8:2 Punkten des HSV beeindrucken. Sie dachten wohl eher an die eigenen 2:8 Punkte und das machte ihnen Beine. Engagiert, couragiert, so gingen sie zur Sache. Das ist Jenich gegen Harald Spörl. Und mit letztem Einsatz zur Ecke geklärt. Aber Sie werden es gleich noch einmal sehen, nicht ganz sauber von Spörl gemacht. Schauen Sie, da zieht er, da zerrt er. Er hatte einen schweren Stand gegen den schnellen Mann aus Dresden. Dann der Eckstoß, wieder Stevic, wie auch schon in der ersten Halbzeit. Rand und Spörl auf der Linie. Erneut eine Riesenchance. Das 2:1 schien nur noch eine Frage der Zeit.
Aber die Aktion war nicht ganz einwandfrei. Hier, Werner Rank zumindest mit dem Oberarm dabei. Und dann musste Spörl noch einen Zwischenschritt machen, bis er den Fuß unfallfrei zum Ball bringen konnte. Aus anderem Sichtwinkel. Es war schon nicht ganz einwandfrei. Und dann bekamen einige Hamburger Atemnot. Rettung in letzter Sekunde. Es war die größte Möglichkeit für Rank, der heute sein erstes Spiel von Beginn an machte. Er kam von Stahl Brandenburg. Und Dresden weiter mit viel Spielraum. Wo war eigentlich der HSV? Es sah so aus, als sollten sie nur das 1:1 halten wollen. Stevic! Viel Power bei den Sachsen und im Mittelfeld profitierte er, Mirko Stevic, davon, dass Pilz jetzt Libro spielte. Er hatte dadurch reichlich Platz. Stevic machte ein ganz starkes Spiel. Wird zu spät angegriffen und die Chancen häuften sich. Es wurde immer enger für die Hamburger. Dann der erste Wechsel. Uwe Rössler kam, Rank musste gehen. Stürmer für Stürmer. Siegeheld baute weiter auf Offensive. Und die Hamburger auch weiter unter Druck, aber sie versuchten sich jetzt so langsam zu befreien. Einer der wenigen Gegenangriffe. Und dann eigentlich nur Einzelaktionen wie hier. Alberts gegen Kmetsch. Immer noch Alberts. Und da meldet sich der Neuzugang aus Düsseldorf zum ersten Mal in dieser Partie zu Wort. Jörg Alberts, bisher so lala, wie die gesamte Mannschaft. Solche Szenen waren auch in der zweiten Halbzeit äußerst selten. Da kommt der Libro hinzu, Pilz. Albert setzt sich durch und dann fehlte doch noch ein bisschen was. Wechsel auch beim HSV. Spieß kam für Behron und später brachte Benno Mühlmann auch noch Sassen. Dafür ging dann Alberts. 65 Minuten inzwischen gespielt und jetzt begann die spannendste und auch die beste Phase der Partie. Es ging hin und her, wobei Dresden nochmal alle Register zog. Sie spielten eindrucksvoll heute, ganz anders als beim 0:4 in Dortmund. Das war eng für Richard Golz. Er hatte richtig viel zu tun, aber er war früh warm geschossen worden. Golz heute sicher da hinten im Tor der Hamburger. Schön abgelegt von Marschall und dann war es Rath. Nächste Möglichkeit, Eckstoß, Dresden setzte nach. Sie wollten endlich den ersten Heimsieg. Golz, er stand im Brennpunkt, er war präsent. Und weiter ging's. Der HSV in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Dynamo mit überzeugenden Aktionen. Wieder Stevic, so häufig am Ball wie kein anderer. Da hat er Mut. Das war richtig, Golz mit Aufsetzer zu prüfen. Der Rasen war nass vom Regen, der Ball war glatt. Alles geschehen innerhalb von 15 Sekunden. Powerplay fast wie im Eishockey, aber Hamburg dann auch mit der Chance zu kontern. Da musste Dynamo aufpassen. Das wollte der HSV natürlich. Noch einmal diese Möglichkeit von Stevic und Sie sehen, wie gefährlich der Ball aufsprang. Koba war dazwischen eben. Dann erneut Stevic. Und über die rechte Seite Harald Spörl. Ivanauskas. Und wenn Müller gefordert wurde, dann war er einfach da. Aber plötzlich war es auch auf der anderen Seite ganz heiß geworden. Knapp 80 Minuten jetzt vorbei und der Libro kam mit nach vorne. Pilz, der ein gutes Spiel machte, er ist geeignet für diese Position, er dürfte sie weiter bekleiden. Ja, das hat Aaron Schmidhuber gut gesehen, ganz klare Sache. Der Ball war hinter der Linie, also Eckstoß, wieder Stevic. Golz verpasst. Kopfball Schmäler. Meine Güte, da hätte er es machen können. Drei Tage oder vier Tage nach seinem unberechtigten Platzverweis. Er ist freigesprochen und er hätte heute noch einen oben drauf setzen können mit dem 2:1. Aber es sollte nicht sein. Der Fehler von Golz und dann Schmäler. Weiter das alte Spiel. Dresden marschierte, der HSV musste sich wehren, blieb aber zu passiv. Freistoß.
Vielleicht noch 8 Minuten jetzt. Stevic, immer wieder Stevic und Pilz. Ihn hielt es jetzt nicht mehr hinten. Und nach diesem Foul an Uwe Rössler die richtige Entfernung natürlich wieder für Stevic. Aus dem Stand. In die Mauer hinein. Es sollte nicht sein. Sie kämpften, sie überzeugten auch spielerisch. Aber der zweite Treffer wollte nicht fallen. 87 Minuten vorbei. Das letzte Aufbäumen. Marschall gegen Babbel. Die beiden noch einmal, da kommt Marschall zu Fall. Es war schon ein kleiner Grenzfall, da haben andere Elfmeter gepfiffen, Schmidhuber nicht. Aber wir können uns noch mal überzeugen. Hier, Babbel drängt Marschall weg, der Pfiff blieb aus. Das war sie, die letzte Chance in dieser Partie. Es blieb beim 1:1. Ein glückliches Unentschieden für den HSV, die beste Saisonleistung von Dynamo. Aber sie wurde nicht entsprechend belohnt. Die Brennecke mitstimmen nach dem Spiel. Wir hätten gespielt haben, glaube ich, haben wir einen Punkt gewonnen. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war Dynamo Dresden uns doch kämpferisch überlegen. Und wir haben da nur mit viel Glück noch Unentschieden geschaffen. In der zweiten Halbzeit war alles drin, aber insgesamt müssen wir mit dem Punkt wirklich zufrieden sein. Woran lag das in der ersten Halbzeit? Ich hatte den Eindruck, einige Spieler waren noch nicht, gar nicht ganz wach, waren viele Fehlpässe. Woran lag das? Ja, wir sind einfach insgesamt auch noch nicht so weit, dass wir nun nach Dresden fahren können und das Spiel einfach hier 3 oder 4-0 gewinnen, auch wenn viele Leute das gerne so sehen möchten. Dieses Unentschieden 1:1, meinen Sie, dass das Ihre Position hier stärkt? Auch Sie meinen meine persönlich, darüber mache ich mir keine Gedanken. Hier geht es um Dynamo Dresden und nicht um mein Schicksal, das ist nebensächlich.